Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play der Herr der Ringe Online. Der dritten Folge heute. Vorher kam Mass Effect und Gravitas. Und später kommt noch die ADA-Analyse für euch. Auch hier sage ich es, weil ich ja nicht weiß, wer welches Projekt guckt. Ich habe ja die letzten Parts kamen gestern, habe ich aber eigentlich am Freitag gemacht. Und ich habe in die Videobeschreibung geschrieben, dass ich am Wochenende keine Folgen gemacht habe, weil heute eine Erklärung kommt. Die Erklärung ist ganz einfach. Ich hatte gestern Geburtstag und dementsprechend war das Wochenende recht turbulent. Und ja, ich hatte dann leider nicht wirklich Zeit, die Folgen am Freitag hochzuladen und neue Folgen. Ich hätte welche machen können, aber ich wollte mir da einfach mal das Wochenende dann für mich Zeit nehmen. Beim letzten Mal bei Herr der Ringe Online haben wir Michelwinge ein paar Aufträge gemacht. Wir haben mal ein bisschen Zeug eingelagert bei einer Bank. Wir haben unsere ganzen Martin-Geschenke mal eingesetzt. Und wir haben einen Hobbit zu einem Abenteuer motiviert, nämlich den Bingo Boffin. Der hat eine Karte gefunden in seinem Kochbuch. Wollte die Karte erst nicht haben, aber jetzt letztendlich möchte er auf ein Abenteuer gehen. Und ja, wir haben auch noch die Eier von Bauer Sansson zu Mütterchen Stollen gebracht. Und damit bei Bauer Sansson erstmal alle Aufgaben fertig, bis auf die Hühnerquests. Und ja, jetzt schaue ich erstmal, wo das nächste beim Huhn ist. Ich glaube Bre, aber ich gucke erstmal zur Sicherheit. Und dann geht's ab nach Buckelstadt. Und von dort dann mit dem Brief weiter nach Robbingen. Das ist zumindest der Plan. Natürlich tun wir zuerst mal hier das Hobbit-Geschenk öffnen. Da haben wir heute eine seltene Rüstung des Martom-Jägers. Damit kann entsprechend eurer Klasse eine Rüstungsteil ausgewählt werden. Okay, das ist ein sehr mächtiges Geschenk. Goldobergrenze erhöhen, ja, wir müssen auch mal wieder ein bisschen einkaufen gehen. Und ja, jetzt gucken wir mal wegen den Buffs. Wir haben natürlich wie immer die Haltung Stärke. Wir haben die Veteranenstärke immer noch drin für 1,5 Stunden. Na, für eine Stunde eine Minute. Die fortwährende Schnelligkeit für eine Stunde knapp. Und die Wegzehrung. Die Wegzehrung geht halt nur noch knapp 5 Minuten. Das heißt, die Wegzehrung werden wir dieses Mal ersetzen. Aber sonst bleibt ja alles. Okay. Jetzt gucke ich hier kurz bei den Hühnern. Aber ich glaube, das nächste war von Georg. Das nächste war, glaube ich, wirklich Breland, Einsame Lande, Red Luin, Evindim, Nordhöhen und Trollhöhen. Ja, das nächste ist Breland. Okay, dann, wir haben seit dem letzten Mal auch neue Handschuhe. Die sieht man hier. Die Eierhandschuhe, glaube ich, heißen sie. Also kurz schauen. Ich meine, es sind Eierhandschuhe. Ja, die uns mehr Rüstung geben. So. Dann gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, auf nach Buckelstadt. Weil hier ist ja im Moment nichts da. Hier sehen wir ein paar Rehe. 2 Stück. Das sind aber sehr scheu. Sehr scheue Tiere, laufen schon weg. Und wir sind wieder in den Bingenfeldern und vor uns sicher einen roten Punkt. Das ist ein Keiler. Keiler sind egal. Wir wollen höchstens Wölfe haben. So, nach Buckelstadt. Wir können uns auch hier die Aufgabe holen. 2 Minuten übrig, die nehme ich mal. Reis zum Festbaum. Stufe 11 könnten wir sogar machen. Während des Herbstfestes gibt es überall mit Leer süße Leckereien und oder saure Tricks. Schließe im Auenland den Feierlichkeiten an, wo Bilbo Beutlin seinen Nachbarn eine letzte große Überraschung gelassen hat. Eine wiederholbare Aufgabe, die ihr noch nie erfüllt habt. Und wir können sie im Auenland beim Festbaum annehmen. Nehmen wir die mal. Aber im Moment machen wir die natürlich noch nicht. Allerdings öffne ich hier wieder alles, dass sich das immer schließt, finde ich immer noch nervig. Das ist ein Keiler, wir müssen hier. Ja, knapp 500 Meter. Das ist eine Spitzmaus, die ist uns auch egal. Wäre cool, wenn wir heute die ganzen Sachen schaffen würden. Oh,
Bei dem hat's gelackt. Wir haben hier gerade neue Musik. Ah ne, doch nicht. Ich dachte, der hätte neue Musik. Ich glaube, hier war Dickscheid. Wie gesagt, ne? Ja. Immer schön der Nase nach. Aufgabe fortführen. Selbst das im Vorgang fiel es noch mit seinem Online an, schützt sich in die Feierlichkeiten. Ach so, ja. Wie gesagt, ob wir das, wann wir das machen, weiß ich nicht. Heute gehen wir erstmal nach Robinien auf jeden Fall, wenn wir es schaffen. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal im Zugland. Das heißt, wir sind dann auch recht bald bei Buckelstadt dort. Ich gehe dann nur hin, weil wir halt dort einen Brief haben, der nach Robinien geht. Einfach sinnvoll ist, das in einem Aufwasch zu machen. So, hier haben wir Buckelschatz. Wir müssen jetzt gucken, wo hier der Postmeister war. Das ist der Grenzherr. Ich glaube, wir müssen hier nach unten gehen. Ja, beim letzten Mal ist mit dem Eierkorb hätten wir fast verkackt. Aber auch nur fast. Ich glaube, hier ist irgendwo der Briefträger. Und hier gibt es ja auch ein Händler, ne? Ja, ja, die Krämerin, ich werde hier mal handeln. Warum belästigt ihr mich? Weil wir brauchen ja die alten Handschuhe nicht mehr. Die zerschlissenen Lederhandschuhe, dann wird es bessere. Das mit der Bombe auch nicht. Ich weiß schon, dass wir an der Geldobergrenze sind. Das ist ein Tierhaut. Aber das Geld geht ja nicht verloren, das wissen wir. Den Rest können wir brauchen. Reparieren können wir das Lederarmband. So. Und hier ist der Briefträger. Der Briefträger Tuck. Er hat eben den Brief vom Buckelstadt noch rum. Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Man munkelt, Postmeister Stolzfuß versuche, die Zustellzeiten für den Postschnelldienst zu verkürzen. Doch ich werde hier förmlich überschwemmt vom Post und kann nicht einmal die bisher gewünschten Zeiten einhalten. Nobelias Geburtstag rückt schnell näher, aber komischerweise sind nur wenige Postsachen für Gold sind bestimmt. Stattdessen gibt es Post für alle möglichen anderen Orte. Ich denke, die Hobbits in ganz Buckelstadt schreiben an ihre Freunde und beschweren sich über Lubilias neuen Wunschzettel. Dort auf dem Tisch findet ihr eine Posttasche, die am Briefträger Gruber in Hobbingen geliefert werden muss. Es ist westlich der Ortsmitte von Hobbingen, nördlich von hier zu finden, falls es euch interessiert. Pass auf die Hobbits auf und lasst die Post nicht nass werden. Ja, das Übliche wie immer. Okay, Lubilia hat das sogar Geburtstag, mit dem wollen wir auch reden. Auf an die Briefe. Und ja, jetzt müssen wir halt wieder auf neue Hobbits aufpassen. Das heißt, ich schlag mich hier gleich in die Büsche. Wow, ein neuer Hobbit hat er entdeckt. Das war total schnell. Das war ja total erfolgreich. Guten Tag, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, darfst du, auch wenn du es jetzt schon zweites Mal tust. Okay, dann schlage ich mich hier kurz in die Büsche. Das war natürlich gerade gar nichts. So, jetzt hat ja, der eine Hobbit, der hat uns halt jetzt sofort gesehen. Das war natürlich nicht so volle. Auf nach Hobbingen. Da müssen wir mit Obedia reden, wir müssen mit dem alten Rom reden. Dort haben wir dann auch die ganzen Hobbingen, was aus sind wir jetzt. Und dann auch die ganzen Aufträge für Grenze, aber trotzdem nicht abseits des Weges. Haben wir dann auch die ganzen Aufträge von der Martin-Gesellschaft, die ich hier noch nicht angewählt habe. Ja, ist online immer noch saumäßig schön, muss ich sagen. Ach, hier muss ich jetzt über. Hier ist übrigens Wasser auch. Hier haben wir auch Aufträge für. Hier muss ich jetzt zum Ort laufen, war ja nicht gerne. Oh, aber er ist gleich hier. Du Pause packen. Da ist er, Postträger,
Briefträger Gruber, das ging ja schnell. Okay, Postverbringen erledigt. Wo geht denn der nächste Brief hin? Von Hobbingen nach Oberbühl. Okay. Das ging ja jetzt sehr schnell. Gut, dann gucken wir, was müssen wir hier erledigen. Wir haben hier was für Wasserau. Wasserau ist gerade egal. Das ist die Gefährtengruppe. Nadelhul ist egal. Das ist Waldhof. Der letzte Feuerwerkskörper ist Wasserau. Aber ein Sack Futter, das war für den Gründungserlass. Das haben wir hier in der Schein nördlich von Hobbingen. Eine Seite gegen Stiche war Oberbühl von Hollandsbree. Das Medek ist meines Enkels, haben wir in Scharen. Die Reisevorbereitungen sind im Gotthaldenweg. Das ist auf jeden Fall in Hobbingen. Mikrostandpunkt ist auch in Hobbingen. Ein Fisch, zwei Fische ist Wasserau und das Herbstfest. Wo ist denn dieser Baum? Steht hier gar nicht. Okay, dann lassen wir das erstmal. Ja gut, das machen wir jetzt erst. Also erst holen wir mal den Futtersack, weil das gerade angewählt ist. Hier müssen wir natürlich jetzt sehr aufmerksam sein wieder, dass hier Fragstein. Ich habe auch im Moment nicht, ob hier irgendwelche Aufträge sind. Ja, wir gehören zu den Grenzern. Hier ist die Mühle von Sandigmann und von Wasserau. Hier waren wir ja schon mal. Damals bei Nacht und Nebel. Und hier muss irgendwo der Futtersack sein. Die Scheune. Ich sehe auch schon wieder das Feuerwerk. Wo ist denn hier dieser Futtersack? Ich glaube, wir müssen halt dann nochmal zurück nach Buckelstadt. Aber dann haben wir halt den Gründungserlass. Den Gründungserlass holen wir ja schon länger. Na, wo ist er denn? Ach, da liegt er rum. Da liegt er ja. Futtersack. Ein Sack Futter. Her damit. Sack tragen. Ja, das dachte ich mir fast. Jetzt haben wir wieder einen Timer. Das heißt, wir bringen den gleich weg. Das dachte ich mir schon fast. Als Fokus nehmen. Jetzt können wir auf der Straße laufen. Wir müssen mit beiden Händen nehmen, der Hobbit scheint ein schwerer Sack, Futtersack zu sein. Ja, weil hier haben wir jetzt wieder einen Timer. Würde das gerne gleich machen. Hier ist auf jeden Fall eine Anschlagtafel für Aufträge. Ich glaube, das war die Anschlagtafel für die ganzen Martraum-Sachen. Aber wir kommen ja gleich wieder. Wir bringen nur schnell den Futtersack weg. Weil dann haben wir alles erledigt für den Belkodax-Bau. Das war ja auch nicht so ein freundlicher Zeitgenosse. Und dann haben wir halt den neugieriger Hobbit. Ich bin jetzt hier hungrig, dass mir selbst ein Butterbrot recht wäre. Den neugierigen Hobbit sind wir gut ausgewichen vorher. Nur am Anfang war es ein bisschen doof, ne? Also ich bin gespannt auf den Gründungserlass. Ehrlich gesagt, weil der ist ja sehr ist ja ein sehr wichtiges Dokument. Land. Und im Moment, also der Sack geht relativ schnell runter mit dem Cooldown, finde ich, der ist ein Pferd unten. So, aber hier ist der Dachsbau ganz geschafft. So, hier. Ja, genau. Und das ist der Hafer, den ihr so gerne mag. Ich nehme ihn euch ab. Das. Und jetzt möchte ich bitte endlich meinen Gründungserlass haben. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ei, ich schätze, ihr habt genug für mich getan, obwohl mir die zusätzliche Hilfe auf dem Hof fehlen wird. Und die alte Sally scheint euch ins Herz geschossen zu haben, was aber auch daran liegen kann, dass ihr ihr Futter gebracht habt. Hier ist der Abschrift des Erlasses, den ich bei den Sachen meiner Mutter gefunden habe. Bringt sie zu Wächter Fuchsschwanz im Martumhaus in Michelin und stellt sicher, dass dieser Adler Tux sie nicht bekommt. Will sie nicht in seiner Sammlung sehen. Ja, ich glaube ja immer noch, dass er den geklaut hat irgendwie bei beiden Sachen seiner Mutter. Ich finde das irgendwie ein bisschen strange. Ich glaube, wir kriegen Martum dafür. Und entweder ein Erlass-Sucher-Schwert oder ein Erlass-Sucher-Zweihänder. Wir wählen das Schwert, weil das andere können wir gar nicht benutzen. Wert ist allerdings nicht besser. 8 bis 13 und 12 bis 19. Ja, wie gesagt, im Stein geschliffenen Dolch.
Ja, wir wählen es auf jeden Fall erstmal an. Neue Aufgabe, Belkosalas. Haben wir jetzt das Schwert Gründungsalas abgeholt? Haben wir jetzt das Schwert bekommen? Wir haben Celebrandsalben bekommen. Nein, wir haben das Schwert nicht bekommen. Warum denn nicht? Bin ich jetzt ein bisschen doof. Ja, okay. Wir lesen kurz. Der Gründungsalas müssen wir zum Atemhaus. Möchte nicht, dass Aldas die in die Finger bekommt. Ach, von ihm kriegen wir dann das Schwert. Und das geschenkte Marathon, deswegen. Was steht denn drin? Der Gründungserlass. Ne, die Gründungserlass-See, sogar Mehrzahl. Ja, weil nach Mittelfinge gehen wir jetzt nicht sofort zurück. Deswegen werden wir das erstmal abwählen. Und werden uns jetzt wieder zurück nach Hobbingen aufmachen. Ja, am Tag ist das Online wirklich richtig schön. Die Nacht ist ein bisschen unheimlich. Aber es geht. Wir haben ja auch immer noch ein Rezept, ne? Das wir beim letzten Mal bekommen haben für die berühmten Eier vom Bauer Sand, sondern ein Rezept, das leider für uns egal ist. Weil das nur für Köche gilt. Haben wir das noch hier drin? Kurz gucken. Ja, da ist es. Rezept sonst ins berühmte Art gekochte Eier. Ist wie gesagt für uns leider unwichtig. Ist für uns eine Verkaufsware. Das heißt, ich schau dann, wenn wir gleich noch innen sind, ob wir irgendwo einen Händler sehen. Der hat uns fast überritten, nicht nett. Heilhornbläser ist hier auf jeden Fall. Hier ist auch ein Stallmeister. Der Bogen auspacken. Und ich sehe hier einen Händler. Ein Gasthaus. Das Gasthaus Efeubusch. Da gehen wir mal rein. Das war jetzt nicht direkt ein Händler, aber vielleicht Aufträge. Mitglied der Gasthausliga. Ach, hier gab es mal einen Auftrag, aber wir können zumindest sehen, dass wir verkaufen. Was darf ich an diesem wundervollen Tag für euch tun? Verkaufen, wo ist es denn? Sansons berühmte Art gekochte Eier, nein, die brauchen wir. Das Rezept brauchen wir nicht. Das ist für uns einfach nicht wichtig. Den Rest will ich behalten. Da hier keine Aufträge drin sind. Nehmen wir wieder. Ich glaube, hier waren wir sogar schon mal. Weil hier haben wir anscheinend meine Aufgabe angenommen. So, und jetzt auf nach... Ja, nach Hobbingen, ne? Also hier haben wir halt den Briefträger, aber der Briefträger bringt uns im Moment nicht. Das geht dann, wenn wir von hier weg sind, ne? Hobbingen nach Oberflügel, genau. Hier haben wir die Anschlagtafel. Das waren die ganzen Martum-Dinger, ne? Ja, genau. Auftrag der Martum-Gesellschaft. Die nehme ich jetzt alle. Sammelt Dreck kaufen. Gesucht Dreck kaufen von Insekten und Spinnengesichten Online-Flügel. Die Grenze verlangen Beweise von den Abenteurern, die ihnen dabei helfen, das Online-Flügel zu finden. Zu Heilhornbläser in der Stadt, Mitte von Hobbingen. Wo verhört bei der Martum-Gesellschaft? Wir nehmen die jetzt alle mal an. Leichte Panzer von Insekten und Spinnen. Ansonsten genau dasselbe. Dann matte Felle von den Kreaturen, die durch das Auenland streifen. Warum wollen die Grenzen eigentlich Beweise dafür sehen? Dann, was haben wir hier? Mastiotte von den Kreaturen. Ja. Wir müssen halt dann eins nach dem anderen machen. Schmieriger Schleim von Insekten und Spinnen, die sich im Auenland tummeln.
schmutzige Flügel von Fledermäusen im nördlichen Auenland. Schmutzige Ohren von den wilden Tieren im Auenland. Ich lese es jetzt nicht komplett durch, weil da steht immer dasselbe. Verbogene Klauen von den Kröten aus der Gegend von Froschmorstetten im Auenland. Interessant, weil eine Ratte hatte auch verbogene Klauen. Ist aber auch eine solche von den Bilbissen am Rande des Auenlandes. Also dann, wenn man Richtung Bree geht. Und zuletzt aber auch ein Schwertscheiden. Ebenfalls von den Bilbissen am Rande des Auenlandes. Okay, dann haben wir alle Aufträge, die ganzen normalen Aufträge tue ich gleich weg. Weil die macht man ja nebenbei. Deswegen. So, dann gehen wir weiter. Weiter nach oben. Und kommen jetzt wieder zur Brücke nach Wasserau. Ich weiß noch nicht, ich bummel gerade ein bisschen. Könnt ihr jetzt mal wirklich bauen, vielen Dank, ja, gern schön. Und wir haben keine Wegzählung mehr übrigens. So, ich gehe jetzt bewusst nach hier. Viele Reiter heute unterwegs. Ich habe gerade wieder das Feuerwerk gehört. Da! Da sieht man es auch. Ernsthaft, hört auf, mich immer fast niederzureiten, finde ich nicht schön. Und irgendwie hängt es gerade. Ah, jetzt geht's wieder. Naja, gerade hängt es wieder, das Spiel. Irgendwie ist heute ein bisschen Internetproblem. Hier unten sehe ich eine Nebenquest. Ah, Ungamchi, geachteter Gärtner. Cool, doch keine Nebenquest. Aber er hat eine Nebenquest, das Fallobst. Lasst mich wissen, wenn ich euch irgendwie behilflich sein kann. Ja, der oben ist ja sehr bekannt in den Büchern. Schauen wir erstmal gucken, warum was er... belästigt ihr mich? Anbietet? Hey, was heißt, warum belästigt ihr mich? Rationen, Flasche Wasser, Gefäße, Hühnereier, ja. Ja, oder interessante Sachen, aber für uns gar nicht wichtig. Ja, gucken wir doch erstmal wegen seiner Aufgabe, die er hat, wegen Fallobst. Hey da, schenkt mir einen Moment eurer Zeit. Das ist ziemlich unhöflich. Also, eigentlich war der oben immer sehr cool, aber gut, man kann doch nicht ganz alles übernehmen. Wir sollen Äpfel sammeln. Ihr seid neu, nicht wahr? Hier gibt es Arbeit, aber ich selbst kann sie nicht erledigen. Ich sollte drüben in Bortles End den Garten pflegen. Aber der Herr Lotho, der sagt, er und seine Mutter bedürfen meiner Dienste nicht mehr. Wo ich das Land schon für den Herrn Bilbo und den Herrn Frodo bearbeitet habe. Ja, vielleicht ist er deswegen gerade schlecht drauf. Weil, dieser Kantwort uns halt deutlich unfreundlicher. Wir wissen ja, der alte Oma hat lange gearbeitet. Genauso wie Sam, sein Sohn. Die Äpfel im Obstgarten werden auf der Erde verfaulen, wenn sie niemand aufsammelt. Darum macht ihr euch nicht dahin auf und sammelt sie ein. Sammelt die ein, die noch gut sind. Diese Sackhandwollfans, die wollen vielleicht keine einfachen Leute, die unsere Einsicht auf ihrem Land. Aber viel können sie nicht tun, oder? Der Obstgarten liegt gleich da, den Hügel hinauf Nordwesten. Wir kriegen eine Pilzpastete, die relativ mächtig ist. Schmackhafte Pilzpastete und Apfelsuche. Das ist ein Hammer, der uns aber nichts bringt. Egal, der ist dann wieder verkaufswert. Nehmen wir mit. Wir gehen ja sowieso zu Lobelia. Was sagt er denn noch? Einen Moment. Falls ihr die Zeit erübrigen könntet, Grenzer. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn ihr einige der Äpfel im Obstgarten westlichen Bordes aufsammeln könntet. Ich habe noch keine Zeit dazu und fürchte, dass sie sehr schnell verfaulen werden. Wenn Herr Bilbo oder Herr Frodo hier wären und sehen könnten, was Lotho und seine Mutter hier angerichtet haben. Nun, gut, dass sie es nicht können. Es würde ihnen das Herz brechen, ich sag's euch. Ja, man merkt schon, der Gamchi ist absolut kein Fan von dem Sakhandwolfin. Das ist ja irgendwie keiner, ich rede mit denen auch nicht gerne. Okay, jetzt noch die Reisevorbereitungen. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Sammelt heruntergefallene Äpfel im Hain des Abfalters. Oder Abfalters. Okay, nochmal Äpfel sammeln. Wie bitte? Bingo Boffin will sich in ein Abenteuer stürzen? Und ich dachte, die Bingo Boffins wären anständige Leute. Der Oma hadert eine Weile mit sich. Sagt dem jungen Bingo, den einzigen Rat, den ich einem Hobbit geben kann, der das Auenland verlassen will, ist folgender. Lasst es bleiben. Eine Reise bringt nur Probleme mit sich. Herr Bilbo war ein ausgesprochen freundlicher Hobbit, aber als er unterwegs war, ist der Ärmste an einige eigenartige Leute geraten.
Ja, zum Beispiel Orks, ne? Oder Tranduils Elben. Gut, die Zwerge vielleicht auch manchmal. Sonst habe ich keinen Rat für den Herrn Boffin. Aber ich weiß, dass er auch seinen Vorrat auf seine Reise mitnehmen sollte. Bei den Afaltas auf der anderen Seite des Hügels gibt es einen Hain. Die untergefallenen Äpfel sollen Herrn Boffin den Magen füllen, auch wenn sein Kopf immer noch leer ist. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Ja, man merkt schon, der Gamchi ist kein Abenteurer. Sam ist ja auch nur Abenteurer gewesen, weil er als sehr loyal zu Frodo stand. Sondern er ist ein ganz klassischer Hobbit. Okay, dazu noch was zu sagen. Was benötigt ihr? Nein. Also wir wollen zweimal Äpfel sammeln. Und jetzt mit Lupi hier reden. Jetzt erstmal den Weg zurück und dann wieder hoch. Ich denke, wir kommen bei dem Feuerwerk vorbei. Ich würde es gerne aus der Nähe sehen. Jetzt haben wir es ja gesehen und auch gehört. Mein letztes Mal haben wir es nur gehört. Mit Lupia will ich ja nicht sprechen, aber Äpfel sammeln klingt jetzt auch nicht so episch. Ihr seid hier, der Bühl. Und ich glaube, hier ist so ein interessantes Zeichen. Ich glaube, hier... Ach nein. Hier ist so ein Lagerfeuer. Lagerfeuerstätte. Kann man als Jäger eintauschen zum Teleport. Aber da vorne sehe ich Festzelte. Und hier wir nach Wismet. Genau, hier waren wir beim letzten Mal nämlich schon mal. Und dann sind wir aber umgekehrt. Der Festbaum. Ach, hier ist der Festbaum für das Fest auch. Bingo Boffin ist unter anderem hier. Was tust du denn hier, mein Lieber? Ich liebe diese Jahreszeit, ihr nicht auch? Sie ist so wunderbar gruselig. Gruselige Geschichten, bei denen sich die Fußhaare kräuseln und der Fluch der gespenstischen Flur. Was tut denn Bingo hier? Okay. Nehmen wir an, ja, wir sollen hier verschiedenen helfen. Das Bodo halt. Wie ich sehe, habt ihr euch eine Auszeit von eurem Abenteuer genommen, um das Erntefest zu feiern. Gut, sehr gut. Das habt ihr euch auch verdient. Diese Jahreszeit ist zu einer meiner Liebsten im ganzen Jahr geworden. Meine Base Priska ist mit ihren Kindern zu Besuch und wir werden uns die Attraktion des Erntefests zusammen ansehen. Ihr müsst uns unbedingt begleiten. Ich werde kein Nein von euch akzeptieren und ihr wisst ja, wie sturköpfig wir Boffins sein können. Unsere Sturköpfigkeit ist schon geradezu legendär. Ich will meine Verwandten rund um den Festbaum. Sie vergnügen sich mit den Speisen dort. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir dafür sorgen würdet, dass sie sich auch wirklich amüsieren. Später am Abend treffen wir uns dann mit dem auf dem Grünfeld und erzählen uns Gruselgeschichten. Ich kann es kaum erwarten. Das lehne ich jetzt mal im Moment ab, weil, deswegen sind wir gerade nicht hier. Hier ist noch Egbert Tuck, eine Blenderin. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Schatz und Scherz sollen die hier spielen. Auch fürs Herbstfest. Nein, lehne ich auch mal ab. Und hier ist ein Betrunkener. Okay. Früh fängt er an. Sonst würden wir hier... Ja, hier ist ja eine Menge los. Hier ist übrigens der Festbaum. Musik wird hier auch gespielt, ganz fetzig. Ja, okay, ich glaube, ich schaue mir die Festwiese später an. Ich gehe jetzt erstmal zu Gilia hoch. Die müsste ja irgendwo hier in der Nähe sein, eigentlich. Hier ist der Asphalt erst. Oh, cool. Ja gut, ein Haufen Äpfel, vielleicht sammeln wir die noch. Ja, wir haben nur noch eine Minute. Egal, die Äpfel sammle ich schnell. Ein Scheffeläpfel von den Afaltas. Ein paar der Früchte sind gefault, aber inmitten der grünen und braun gefleckten Apfel liegt auch ein reifer Apfel. Die sammeln wir mal, keinen Schaden. Ich wollte zwar eigentlich zu Gelia, aber gut. Wir können auch hier allgemein Äpfel aufsammeln, gerade wenn man gerade beides gleichzeitig. Das machen wir schnell, das dauert ja nicht lange. So, damit haben wir die Hälfte. Da ist dann Nummer 4. Da ist dann Nummer 5. Und dann noch einmal. Ich frage mich trotzdem, was Bingo hier tut. Weil der wollte ja eigentlich sich für sein Abenteuer vorbereiten.
hier ist auch eine Spitzmaus wieder. Die Spitzmaus sind jetzt nicht drin. So. Bringt die Äpfel zu Umganchi und sprecht mit Umganchi im Beutelhaltenweg. Aber ich gehe jetzt noch kurz zu Lobelia. Ich rede nicht mehr mit ihr, ich will nur zu ihr hingehen. Ja, irgendwie das Internet ist halt ein bisschen bescheiden. Ist ja nicht hier unten mal fest, oder? Der Festbaum. Nee, nee, nee. Oder? Ja, ich will diese Aufgabe hier aktiviert haben. Nein, 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 diese hier. Nein, 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 die ist nicht hier. Dachte ich mir doch. Die ist hier oben. Wie gesagt, zu der will ich nur noch schnell hingehen. Weil ich den Bottleshand noch sehen. Oh, komm schon. Das Foto, ein gewaltiger Sprung. Gut. Ich weiß schon, Hobbits sind nicht groß, aber... So, hier, meine Lieben, haben wir Beutelsend, meine lieben Freunde. Hier ist Loto, den kennen wir ja noch. Und hier ist Lobelia, den kennen wir noch nicht. Oh, schöner Garten, sehr, sehr schöner Garten. Ja, die Gamschis halt sind ja bekannt für ihre Gartenkünste. Aber hier werden wir jetzt auch speichern. Also beim nächsten Mal werden wir hier mit Lobelia reden. Und mit Ohm werde ich nochmal reden, wegen den beiden Äpfeln. Und dann werde ich mich mal gucken beim Herbstfest. Weil wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir wirklich mal ein bisschen feiern auch. Ich habe das nur vorher abgelehnt, weil ich wollte erstmal die anderen Quests machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir dann einfach mal gucken, wie Lobelia drauf ist. Ich denke, nicht wahnsinnig toll. Weil Loto war schon nicht wahnsinnig toll. Wie gesagt, den kennen wir ja noch von Archit. Und ja, dann heute, wenn ihr wollt, könnt ihr noch bei der Ad-Analyse vorbeischauen, die ich später noch mache. Und morgen sind es dann nur zwei Folgen, weil Gravitas ausfällt. Und ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl.